One more question. Auf Einladung verschiedener Kulturorganisationen kommt er Ende 1983 nach West-Berlin. Er hält Vorträge, stellt sich Diskussionen. Er wohnt in Glienicke, draußen vor der Stadt, die ihm fremd bleibt. Berlin ist eine völlig zerstörte Stadt. Einige Gebäude sind erhalten geblieben, das wissen wir. Es ist eine furchtbar zerstörte Stadt. Und sie wurde nicht wieder aufgebaut. Nur die Wohnungen wurden in Ordnung gebracht und neue Häuser wurden gebaut. Ich empfinde die Stadt als sehr niederdrückend. Das ist natürlich nicht das Berlin, das es früher einmal war. Dieses Berlin ist völlig neu. Und deshalb liegt die ganze Zeit so ein Gefühl in der Luft, als ob hier der Krieg noch nicht beendet wäre. Solch eine Empfindung. Ich weiß nicht, ein psychologisches Klima. So, als ob hier der Krieg noch nicht beendet wäre. Er konnte diese Mauer einfach nicht ertragen. Für ihn war das sehr schwer vom emotionalen Standpunkt her. Und all das verband sich für ihn auch mit unseren persönlichen Problemen. Diese Mauer war auch zwischen uns. Eindrücke sind ja überhaupt immer etwas sehr Persönliches. Alles hängt von der Situation ab, in der du dich befindest, wenn du eine Stadt besuchst. Und das war bei ihm, scheint mir, der Fall. Es war eine dieser typisch emotionalen Reaktionen auf die Stadt. Außerdem möchte ich noch sagen, dass er stets behauptete, Berlin hätte ein sehr schweres Feld, dass er darin noch das ganze Nachkriegselend, die ganze damalige Armseligkeit der Nation, diese ganze Nachkriegsatmosphäre spüre. Er fühlte das alles und er sagte immer, ich fühle es förmlich mit meiner Haut und das machte ihm schwer zu schaffen. Er sagte nur, dass er niemals ständig in Berlin leben könne, dass das Leben hier nichts für ihn sei. Er konnte hier nur mit großer Mühe arbeiten und er war ständig angespannt und nervös. Er macht sich die Stadt dadurch erträglich, dass er häufig in ihre Museen geht, nach Dahlem, ins Schloss Charlottenburg. Die liebende Verehrung, die die Malerei und die Literatur der deutschen Romantik schon früh in ihm ausgelöst hatten, bewegt ihn auf einer sehr gefühlsträchtigen Spur. Er findet sich hier wieder. Schon in Moskau hat er ein Drehbuch über E.T.A. Hoffmann geschrieben. Hier im Schloss Charlottenburg will er diese Hoffmannianer drehen. Auf Spaziergängen legt er bereits die Drehorte fest. Doch zunächst steht Schweden bevor. Sein nächster Film, Opfer. Auch das ein Gedanke, der ihn schon jahrelang bewegt. Tolstoi war der Ansicht, dass man, um den Menschen dienen zu können, um wirklich eine geistig hochstehende Persönlichkeit zu sein, sich selbst vervollkommnen müsse. Man müsse sich seinem Inneren zuwenden. Nur dann sei man in der Lage, sich selbst als Opfer darzubringen. Nur dann. Dieses Problem ist sehr wichtig. Und für mich steht gleichzeitig fest, dass ich in meinem kommenden Film nur dies eine Problem behandeln werde. Эта проблема очень, так сказать, важная, но вместе с тем ясно одно, что, так сказать, я во всяком случае в своих фильмах последних и, может быть, будущих ставлю только одну проблему.
Als Drehort seines Films bestimmt er Gotland, eine Insel möglichst nahe an Russland. Eine Landschaft, die jener gleicht, die hinter dem Horizont liegt. In dem Film wird es darum gehen, wenn wir nicht wie Parasiten am Körper der Gesellschaft leben wollen, genährt von den Früchten der Demokratie, wenn wir nicht zu Konformisten und Konsumidioten werden wollen, so müssen wir auf vieles verzichten. Und wir müssen bei uns selbst anfangen. Wir sind schnell bei der Hand, damit anderen die Schuld zuzuschieben, der Gesellschaft, unseren Freunden, nur nicht uns selbst. Im Gegenteil, besonders gern belehren wir andere, halten Vorträge darüber, wie man sich verhalten soll, wollen Propheten sein und haben doch kein Recht dazu, weil wir uns am wenigsten um uns selbst kümmern und unsere eigenen Ratschläge nicht befolgen. Es ist ein dramatisches Missverständnis, wenn man sagt, das ist ein guter Mensch. Denn was ist das heute, ein guter Mensch? Erst wenn man bereit ist, sich selbst zu opfern, kann man beanspruchen, den allgemeinen Lebensprozess zu beeinflussen. Anders geht das nicht. Der Preis ist in der Regel unser materielles Wohlergehen. Man muss zumindest so leben, wie man redet, damit die Prinzipien nicht mehr Geschwätz und Demagogie sind, sondern Realität werden. Juli 1984, Palazzo Sebelloni in Mailand. Er ist aus Schweden herübergekommen, um auf einer internationalen Pressekonferenz zu erklären, dass er im Westen bleiben will. Es ist der hässlichste Augenblick meines Lebens, sagt er. Juri Ljubimov, der ihm mit Rostropowitsch zur Seite sitzt, erlebt ihn als verworren und nervös. Und den weltberühmten Filmregisseur Andrei Tarkovsky. Tarkovsky zusammen mit seiner Frau Larissa meddelade, dass sie nun beschlossen hat, lämna Sowjetunionen, eftersom de sovjetiska myndigheterna gjort det omöjligt för honom att filma som han själv vill. Umständlich schildert er seine vielen Versuche, eine gütliche Vereinbarung mit den sowjetischen Filmfunktionären zu bekommen. Doch man habe ihn bruskiert, seine Briefe seien ohne Antwort geblieben. Kaltes Schweigen sei auch die Reaktion auf seine Schreiben an die Parteiführer gewesen, als er um die Ausreise seines 13-jährigen Sohnes und seiner 82-jährigen Schwiegermutter gebeten habe. Berättade, dass er gjort allt für att få ett vanligt pass och för att få ha med sig också sin 13-årige Sohn och svärmor när han filmar utomlands. Aus all dem musste ich am Ende erfahren, dass sie mich hassen, sagt er. Hätten sie mir nur einmal menschlich geantwortet, dann würde ich meine Heimat nicht verlassen. Das ist eine Tragödie für mich. Sie haben mich verstoßen. Filmer som Andrei Rublev, Solaris och Stalker har blivit världsberömda, men tillhör inte de mest lättillgängliga. Auf die Frage eines Reporters, in welches Land er denn nun gehen werde, sagt er, darüber habe er noch nicht entschieden. Als Drehort seines Films bestimmt er Gotland, eine Insel möglichst nahe an Russland, eine Landschaft, die jener gleicht, die hinter dem Horizont liegt. In dem Film wird es darum gehen, wenn wir nicht wie Parasiten am Körper der Gesellschaft leben wollen, genährt von den Früchten der Demokratie, wenn wir nicht zu Konformisten und Konsumidioten werden wollen, so müssen wir auf vieles verzichten. Und wir müssen bei uns selbst anfangen. Wir sind schnell bei der Hand, damit anderen die Schuld zuzuschieben, der Gesellschaft, unseren Freunden, nur nicht uns selbst. Im Gegenteil, besonders gern belehren wir andere, halten Vorträge darüber, wie man sich verhalten soll, wollen Propheten sein und haben doch kein Recht dazu, weil wir uns am wenigsten um uns selbst kümmern und unsere eigenen Ratschläge nicht befolgen. Es ist ein dramatisches Missverständnis, wenn man sagt, das ist ein guter Mensch. Denn was ist das heute, ein guter Mensch? Erst wenn man bereit ist, sich selbst zu opfern, kann man beanspruchen, den allgemeinen Lebensprozess zu beeinflussen. Anders geht das nicht.
Der Preis ist in der Regel unser materielles Wohlergehen. Man muss zumindest so leben, wie man redet, damit die Prinzipien nicht mehr Geschwätz und Demagogie sind, sondern Realität werden. Juli 1984. Palazzo Sebelloni in Mailand. Er ist aus Schweden herübergekommen, um auf einer internationalen Pressekonferenz zu erklären, dass er im Westen bleiben will. Es ist der hässlichste Augenblick meines Lebens, sagt er. Juri Ljubimov, der ihm mit Rostropowitsch zur Seite sitzt, erlebt ihn als verworren und nervös. Und den weltberühmten Filmregisseur Andrei Tarkovsky. Tarkovsky zusammen mit seiner Frau Larissa meddelade, dass sie nun beschlossen haben, lämna Sowjetunionen, eftersom de sovjetiska myndigheterna gjort det omöjligt för honom att filma som han själv vill. Umständlich schildert er seine vielen Versuche, eine gütliche Vereinbarung mit den sowjetischen Filmfunktionären zur Literatur der deutschen Romantik schon früh in ihm ausgelöst hatten, bewegt ihn auf einer sehr gefühlsträchtigen Spur. Er findet sich hier wieder. Schon in Moskau hat er ein Drehbuch über E.T.A. Hoffmann geschrieben. Hier im Schloss Charlottenburg will er diese Hoffmannianer drehen. Auf Spaziergängen legt er bereits die Drehorte fest. Doch zunächst steht Schweden bevor. Sein nächster Film, Opfer. Auch das ein Gedanke, der ihn schon jahrelang bewegt. Tolstoi war der Ansicht, dass man, um den Menschen dienen zu können, um wirklich eine geistig hochstehende Persönlichkeit zu sein, sich selbst vervollkommnen müsse. Man müsse sich seinem Inneren zuwenden. Nur dann sei man in der Lage, sich selbst als Opfer darzubringen. Nur dann. Dieses Problem ist sehr wichtig. Und für mich steht gleichzeitig fest, dass ich in meinem kommenden Film nur dies eine Problem behandeln werde. Эта проблема очень, так сказать, важная, но вместе с тем ясно одно, что, так сказать, я во всяком случае в своих фильмах последних и, может быть, в будущем ставлю только одну проблему. Als Drehort seines Films bestimmt er Gotland, eine Insel möglichst nahe an Russland, eine Landschaft, die jener gleicht, die hinter dem Horizont liegt.